Rapper und Clan-Prominenz vor Gericht. In Berlin beginnt der Prozess gegen Bushidos ehemaligen Freund und Geschäftspartner Arafat Abu-Shaker. Er ist auch als Chef eines Berliner Clans bekannt. Auch drei seiner Brüder müssen sich vor Gericht verantworten. Es geht unter anderem um Erpressung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Die Abu-Shaker-Brüder sollen Bushido massiv unter Druck gesetzt haben, als der Musiker sich geschäftlich von ihnen abwenden wollte. Der Hauptangeklagte Arafat Abu-Shaker soll die Auflösung der Geschäftsbeziehungen nicht akzeptiert haben und von ihm die Zahlung angeblicher Schulden gefordert haben. Die rund 2,5 Millionen Euro, die Bushido für eine dreijährige anteilsmäßige Beteiligung aus seinem Musikgeschäft anbot, reichten Abu-Shaker nicht. Er soll Bushido auch eine Wasserflasche an den Kopf geworfen und mit einem Stuhl nach ihm geschlagen haben. Drei der Angeklagten sollen Bushido derart zugesetzt haben, dass der 41-jährige Rapper um seine Sicherheit und die seiner Familie fürchtete. Er reiste nach eigenen Angaben sogar für mehrere Tage nach Thailand und Kenia, um sich laut Anklageschrift weiteren Einwirkungen zu entziehen. Außerdem habe sich Bushido aufgrund der Ereignisse einer psychologischen Behandlung unterzogen. Für den Prozess sind mehr als 20 Termine bis Ende November vorgesehen. Zum Auftakt wollten sich die Angeklagten zu den Vorwürfen erstmal nicht äußern.